Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute wird der Smiling Star verliehen und ihr seid live dabei. Danach gehen wir wandern und nehmen eine Drohne mit und dann nehmen wir uns Zeit fürs Meer. Ganz besonders in diesen Zeiten ist es wichtig, dass man das Lächeln nicht verlernt. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn an Bord der Smiling Star verliehen wird. Diese Woche hat es G getroffen und ihr seid dabei. We just thought smiling is very, very important for all of us and also gets motivation for the people around us. And the first who is nominated to get this award is Gene from our Fire Patrol. Come to me on stage, Gene. Give him a big applause, Gene. Wow. You didn't expect that, you said, huh? Actually, I did not expect because staff captain calling me and coming here. I thought I had some job or something, but he keep it me in the table. So yeah, good. I think I wanna go because I continue, but no. Just no. Wait. And then, I don't know. This seriously, I don't know about this, sir. Yeah, very good. Because the job you have to do right now is actually to stand next to me on the stage and just feel the applause everybody spreading around. Thank you. Thank you, everyone. So, Gene, I will also explain why we choose you today. At any time, you have a helping hand for all of us. You also treating in a respectful manner everybody here on board, and you organized also the Indonesian Independence Celebration Day here on board of AIDA Blue. And every time I see you running around on AIDA Blue, on your patrols, you're smiling all the time, and this is absolutely fantastic in those difficult times. Thank you so much for that. Yes, thank you, sir. But before I tell you what you won, I have several questions. Perhaps you want to answer them for us, because it's really interesting. What is your job on board? I'm just seeing you run around the whole day. Do you know how many kilometers you're going to run every day? Actually, I did not account, sir, but maybe it makes straight already arrive in my country, maybe I walk. Oha! Perhaps next contract I should do the same to get a little bit thinner or something like that. What is your most favorite place on board? Grubar, for yes, example. Yes, you're right. Grubar, big one. Now you want to know what is your prize. Dear Gene, we would like to thank you for being a reason to smile. We invite you to having a movie night with four friends of your choice on the big screen in the kids club with free drinks, and you can just enjoy the evening. If you bring the film by yourself, or we have 200 movies here in the TV studio, just have a look and the whole night you can spend in the kids club with this nice movie. Thank you so much. Thank you, sir. Is your prize. And I guess we just make one picture with a little bit distance, yeah? Okay, we do what we can do best, smile. Together, huh? Yeah. We're gonna make it a beautiful day. Und jetzt bringen wir euch die Sonne zurück. Die Sonne von Fuerteventura beim Wandern. Und eine Drohne war auch dabei für die tollen Bilder. Viel Spaß. Hallo und guten Morgen auf Fuerteventura. Wir werden heute wandern gehen im Naturpark und ich bin schon ganz gespannt. Die Wanderschuhe sind an, die Gäste sind auch schon alle hier startklar und ich wünsche uns einfach einen wundervollen sonnigen Tag. Hier hinter uns haben wir jetzt schon einen unserer Kakteen. Das ist der Tunero. Der hat eine rote Frucht. Die kann man normalerweise essen.
Marmelade wird da heute noch draus gemacht, Saft wird da heute noch draus gemacht. Hat gerade sehr viel Früchte, das sehen wir bei denen dann überall. Das ist deshalb, wir hatten letzten Winter einen wahnsinnigen trockenen Winter. Dann gibt er die Kraft immer nur an die Früchte. Und dann kriegt er mehr Früchte, um sich eben zu vermehren, weil er Angst hat, dass er eingeht. Abwechslungsreiche Wüstenlandschaft, ja. Und ein toller Gold, ganz ehrlich. Was mir am meisten am Wandertour gefällt, ist die Umgebung. Es ist super toll und wie man in einer Filmkulisse rundläuft und ist ganz ja, zauberhaft eigentlich. Schön. Mhm. Und die netten Leute. Der Staudamm hier in Fuerteventura erbaut irgendwo vor 100 Jahren ungefähr. Da war Fuerteventura eine Gefangeneninsel, auch die Serpentinen wurden da gebaut. Sinn hätte das schon gemacht von der Lage her, weil ja diese Messerberge da waren, also tiefste Punkt, Wasser ist zusammengelaufen, wenn es geregnet hat, und hätte dann da drinnen gestaut. Ja, aber man hätte den Staudamm natürlich regelmäßig auch mal wieder leerräumen müssen, ne? Weil wir haben ja alles losen Boden hier, da hat es dann ja, die Steine und die Erde mit reingespült. Somit ist der jetzt mittlerweile voll, wird natürlich auch nicht mehr genutzt, weil es die Leute nicht mehr wirklich interessiert. Das Wasser kommt mittlerweile von Meerwasserentsalzungsanlagen, da braucht man das eben nicht mehr. Ja, wir haben unsere wundervolle Wanderung beendet und sind jetzt hier bei den Piratenhöhlen. Wir werden uns hier jetzt noch anschauen, ein bisschen den Strand genießen und die wundervolle Aussicht. Und dann geht es auch wieder zurück zum Schiff. Und mit einem ganz besonderen, ganz herzlichen Bitteschön habe ich jetzt für euch Zeit fürs Meer. Setzt euch hin, entspannt und erinnert euch. Und auf vielfachen Wunsch machen wir jetzt eine Zeitreise. Wir zeigen euch eine alte Show und Bilder von 2010 dazu. Aber es bleibt dabei, die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik. Viel Spaß bis zur nächsten Woche.